Wir erhalten die Rechnung für den Transport von verkauften Waren in Höhe von 270 € exklusive Umsatzsteuer. Bilden Sie den Buchungssatz. Und wenn wir auch hier uns wieder diese vier Schritte zum richtigen Buchungssatz anschauen, überlegen wir uns zuerst, welche Konten werden benötigt? Um was handelt es sich? Also hier hat jemand für uns Waren an den Kunden transportiert. Das heißt, wir haben hier mal sogenannte Transportkosten bzw. Transportaufwendungen. Und wir haben eine Rechnung erhalten, dementsprechend, die wir aber eben noch nicht bezahlt haben. Und dementsprechend erhöht sich für uns eben auch eine oder entsteht für uns auch eine Verbindlichkeit gegenüber dem Transporteur. Und die Transportleistung unterliegt darüber hinaus eben auch noch der Vorsteuer, weshalb wir hier eben diese drei Konten brauchen. Transporte durch Dritte, Vorsteuer und Verbindlichkeiten. Und wie wir jetzt schon in einigen Beispielen gehört haben, finden wir ja die Verbindlichkeiten auf der Passivseite einer Bilanz, weshalb die Verbindlichkeiten eben ein Passivkonto darstellen. Und die Vorsteuer haben wir auch schon einige Male besprochen mittlerweile. Schauen wir uns noch die Transporte durch Dritte an. Also den Transport von einem externen Transporteur oder von einer Spedition finden wir nirgends in der Bilanz. Und aus diesem Grund kann es eben wieder nur ein Ertrags- bzw. ein Aufwandskonto sein. Im konkreten Fall haben wir hier nichts verkauft, sondern etwas gekauft, weshalb wir hier von einem Aufwandskonto sprechen können. Und wenn wir uns dann wiederum überlegen, wird es mehr oder weniger, so wird unser Aufwand für den Transport durch Dritte mehr, weshalb hier eine Vermehrung eines Aufwandskontos vorliegt und eine Vermehrung eines Aufwandskontos eben immer im Soll gebucht wird. Ebenfalls wird die Vorsteuer im Soll gebucht, weil wir haben ja den Transport gekauft und wenn wir etwas kaufen, haben wir immer eine Vorsteuer, nie eine Umsatzsteuer. Eine Umsatzsteuer haben wir immer nur, wenn wir etwas verkaufen, aber nie, wenn wir etwas kaufen. Und die Vorsteuer wird immer, sofern keine Korrektur, im Soll gebucht. Und die Verbindlichkeiten, also die Schulden gegenüber unserem Lieferanten, also in dem konkreten Fall gegenüber unserem Transporteur, werden ebenfalls mehr und eine Vermehrung eines Passivkontos wird im Haben gebucht. Und dann fehlt uns für den endgültigen Buchungssatz eigentlich nur noch oder fehlen uns nur noch die Beträge. Und hier müssen wir schauen, exklusive Umsatzsteuer. Exklusive Umsatzsteuer bedeutet, die Umsatzsteuer ist noch nicht inkludiert, also die muss noch dazu gezählt werden. Und aus diesem Grund müssen wir dann die 270 in Österreich mit 120 multiplizieren, beziehungsweise in Deutschland mit 119 und dann wieder durch 100 dividieren, dann kommen wir auf den Bruttobetrag. Dieser beträgt in Österreich 324 € und im Beispiel Deutschland 321,30 €. Und wenn wir dann den Nettobetrag wieder vom Bruttobetrag abziehen, so kommen wir in Österreich auf eine Vorsteuer von 54 bzw. in Deutschland von 51,30 €. Ja, und somit können wir den Buchungssatz auch schon wieder bilden. Transport durch Dritte mit 270 € und Vorsteuer mit 54 €, also jetzt am Beispiel Österreich, an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 324 €. Und wenn wir uns das Ganze dann noch einmal wieder auf den T-Kanten anschauen, so sehen wir die Transporte und die Vorsteuer jeweils im Soll gebucht mit 270 und 54 und die Verbindlichkeiten im Haben gebucht mit 324. Und auch hier stellen wir wieder fest, wenn wir die Sollbuchungen addieren, dass wir wieder Summengleichheit haben. Das heißt, 270 und 54 ergibt 324 im Soll gebucht und denselben Betrag haben wir einmal im Haben gebucht.